Hier mal ein Beispiel. Ich habe eine Klasse Funktionsprobe. Dort wird die Main-Prozedur definiert und vor und nach der Main-Prozedur werden definiert zwei Funktionen. Infunk1 und CharacterFunk2. Static Infunk1. Das ist eine Funktion mit dem Namen Funk1. Die liefert mir zurück einen Integerwert. Im Funktionsrumpf wird jetzt beschrieben, was diese Funktion tut. Wenn diese Funktion aufgerufen wird, werden die Anweisungen des Rumpfes, wie bei Prozeduren, hintereinander ausgeführt. Das heißt, hier wird zunächst auf dem Bildschirm geschrieben, Infunk1. Anschließend wird der Wert, den dieser Ausdruck, hier das Literal 1, liefert, der wird von der Funktion geliefert. Das heißt, der Wert 1 wird hier immer geliefert. Und hier ist eine Funktion mit dem Namen Funk2 vom Funktionstyp Character. Das heißt, diese Funktion liefert Charakterwerte. Und zwar, falls, hier wird der Benutzer aufgefordert, einen Integerwert einzugeben, und falls der Benutzer über die Tastatur die 0 eingegeben hat, wird der Buchstabe, der Charakterbuchstabe A zurückgegeben. Damit ist die Funktion beendet. Wenn der Benutzer aber einen Wert ungleich 0 eingegeben hat, passiert Folgendes. Es wird ausgegeben in Funk 2 auf dem Bildschirm und es wird der Charakter B zurückgegeben. Dieses entspricht auch der Regel, in jedem möglichen Durchlauf durch die Funktion muss eine Return-Anweisung stehen. Das heißt, im True-Fall wird dieses Return ausgeführt und im False-Fall dieser If-Anweisung wird er hier weitergemacht und diese Return-Anweisung wird ausgeführt. Und in jedem Fall wird entsprechend ein Charakter geliefert.